Das war das Jahr 1997. Ich war damals, warte, wenn ich zurückrechne, 10, 11 Jahre alt. Und ich weiß noch, dass ein Kumpel von mir, der, also eine PlayStation war damals schon draußen, also es gab schon die PlayStation, und ein Kumpel in meinem Freundeskreis hatte sich die schon natürlich gekauft, weil er so reiche Eltern hatte, und natürlich hatte er sich die PlayStation gekauft mit Resident Evil 1 und alles drum und dran. Und bei dem bin ich ab und zu mal abgehangen, weil das war damals natürlich immer da, wo man gerade sowas Angesagtes gesehen hat, da ist man immer abgehangen. Und das war immer bei ihm. Und eines Tages hat er mir irgendwie davon erzählt, dass er einen Werbespot gesehen hat, eines Spiels, das sieht aus wie echt. Und das will er sich auf jeden Fall kaufen. Und irgendwann mal saß ich in meinem Kinderzimmer, in meinem Kleinen, hab mir Fernsehen geschaut, ja, und dann habe ich halt diesen einen Werbespot gesehen, und das war der absolute Hammer. More than 200 animators and programmers. A multi-million dollar production. Over 2 years in the making. And a cast of thousands. They said it couldn't be done in a major motion picture. They were right. Final Fantasy VII. Damals waren Werbespots halt immer ein bisschen billiger, ein bisschen kindischer aufgezogen, so ein bisschen mit so Robotern und so. Und auf einmal hat man da so einen Werbespot gehabt, der eigentlich schon die Werbespots der Zukunft eingeleitet hatte. Mit den, zum Beispiel, wenn man jetzt heute einen Werbespot von irgendeinem aktuellen Spiel sieht, das hat damals eigentlich das Ganze eigentlich, so wie ich finde, eingeführt. Und ich saß da irgendwie nur so da. Final Fantasy VII. Boah, geil. Natürlich ist die Rede von Final Fantasy VII, damals auf der PlayStation rausgekommen. Ich habe die Serie natürlich irgendwann mal schon mal gehört, aber ich habe sie selber nie gespielt. Und ich weiß noch, dass ich dann ab diesem Zeitpunkt sehr heiß drauf war, aber für mich war es klar, also eine PlayStation kann ich mir nicht leisten. Meine Eltern haben mir kein Geld gegeben, um mir eine PlayStation zu kaufen oder so. Also das war einfach ein unerreichtes Ding. Natürlich hat sich dann mein Kumpel das Spiel gekauft, wie immer, alles, was irgendwie draußen war, hat er sich natürlich wieder geholt. Und dann habe ich auch immer wieder versucht, zu ihm zu kommen, ja, und versucht, irgendwie was vom Spiel zu sehen, aber der fand das gar nicht gut. Also er hat das Spiel nicht gerade lange gespielt. Und immer wenn ich da war und gefragt habe, hey komm, lass mal ein bisschen Final Fantasy spielen, dann war er immer so, nee. Ab und zu haben wir es dann doch mal reingelegt, und da habe ich ein paar Sachen vom Spiel gesehen, nicht viel. Aber da gab es eine Sache, die hat mich komplett umgehauen, und die wirkt jetzt vielleicht auf den ersten Blick total lustig, aber mich hat das total fasziniert. Und zwar konnte man in Final Fantasy seinen eigenen Gruppenmitgliedern eigene Namen geben. Für mich der absolute Hammer. Ich weiß, ich fand das früher immer ganz cool, wenn man sich so selbst in das Abenteuer hineinschreiben kann und so seine Freunde im Umfeld, seine Familie und sowas. Das fand ich immer cool. Und als ich das zuerst mal gesehen habe und so, das hat mich total mitgenommen. Für mich war einfach irgendwann mal klar, ich brauche eben die Konsole. Auch nicht wegen nur Final Fantasy, auch wegen anderen Spielen, aber Final Fantasy VII hat mich dann so mitgenommen, dass ich gesagt habe, ich brauche diese verdammte Konsole. Und damals war es natürlich für mich, wie ich gerade erwähnt habe, sehr, sehr schwierig, einfach mal so Geld für eine Konsole zu holen. Wie gesagt, ich musste gucken, wie ich mit meinem Geld selbst zusammentrommel. Dann habe ich mir extra einen Job gesucht, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich bin von Dönerbude zu Dönerbude gelaufen, das ist kein Witz, und habe gefragt, ob ich für die so diese Flyer verteilen kann. Habe ich auch noch mal ein paar Euro bekommen. Außer bei diesem einen Dönergeschäft im Rhein-Ruhr-Zentrum, der hat mir einfach nur als Gehalt einen Gratis-Döner gegeben. Aber der war lecker. Ich habe damals so eine Kuh-Spardose gehabt, also so eine Spardose in einem Kuhmuster von Chupa Chups, von der Lutscher-Marke. Und da habe ich wirklich jede Mark reingesteckt. Weil damals war die Rechnung immer so, ich bin ja immer ins Geschäft gegangen, um die PlayStation nochmal anzugucken, wo gibt es die billigsten Angebote und so. Und damals war es so, wusste ich noch, kurz bevor ich dann eigentlich den richtigen Batzen Geld angesammelt habe, mit Weihnachtsgeld, also mit Weihnachtsgeschenk, mit Geburtstagsgeld und sowas, habe ich alles eingesammelt, wusste ich, dass ich irgendwann mal gesehen habe, ah, guck mal, in Karstadt kostet eine PlayStation 1 mit Controller und Memory Card 333 Mark. Und Final Fantasy VII gab es in einem Geschäft ganz woanders, in Mülheim, wo ich damals gewohnt habe, Final Fantasy VII für 105 Mark anstatt 120. Und dann habe ich natürlich voll viel rausgerechnet, wie lange muss ich noch sparen und so. Und es war echt so, dahin zu arbeiten war
hat sehr viel Zeit und Nerven geraubt. Ich glaube, ich habe ein Jahr gebraucht. Mein Vater hat mir dann den nötigen letzten Euro oder die letzten Markstücke gegeben, weil er sehr beeindruckt war über mein Durchhaltevermögen und hat dann oder ist dann an einem Samstag mit mir losgefahren, um sich diese PlayStation zu holen. Und es war an einem Mittwoch, als er mir es gesagt hat. Oder einen Donnerstag oder irgendwie so, auf jeden Fall noch ein paar Tage vorher. Und natürlich bis zu dem Samstag, da kannst du gar nicht warten. Dann bin ich, glaube ich, jeden Tag nochmal ins Einkaufszentrum gelaufen und habe mir angeguckt, boah, ich hab dich bald. Das war der Wahnsinn. Ich bin dann an diesem Samstag losgefahren, habe mir dann eben die beiden Spiele, also PlayStation geholt und Final Fantasy 7 nach Hause gegangen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich die angeschlossen habe. Das sind einfach so Dinge, daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Aber als das Intro von Final Fantasy angefangen hat, das hatte ich ja vorher noch nie gesehen, da war ich schon total hin und weg. Allein schon diese Stadt, die man da sieht, Midgard, ja, diese total düstere, ja, sehr dreckige Stadt. Und dann siehst du dieses Blumenmädchen, du hast keine Ahnung, wer es ist. Und dann kommt der Zug ran raus und du verfolgst den Zug, alles in der Renderoptik. Das war damals der absolute Hammer, diese Rendergrafik, das hat man damals noch gar nicht gesehen. Und dann hält der Zug an und denkst du, okay, was passiert jetzt? Und dann steigt da deine Person aus und dann geht's direkt in den ersten Kampf. Und das hat so, wow! Das war echt der Wahnsinn damals. Das hat mich überhaupt total kalt erwischt, dass ich auf einmal loslegen musste und kämpfen musste. Und damals, weil ich nämlich diese Art von Spielen, also diese JRPG-Spiele, noch nie gespielt habe, war das natürlich erstmal so befremdlich, weil das war so gar nicht Echtzeit. Ich habe ganz gedrückt und dann steht da nur so Angriff, was stand da noch? Item oder Gegenstand oder Item und so. Und ich habe das Spiel echt nicht verstanden. Das war eine kleine Ernüchterung, weil ich habe mir erstmal gedacht, oh Mann, das ist ja voll das langweilige Spiel. Aber nach den ersten Kämpfen habe ich mich dran gewöhnt und dann habe ich auch viel Gefallen dran gefunden. Muss aber sagen, dass ich das Spiel bis eine lange, lange Zeit oder lange Jahre darauf nicht verstanden habe. Das ist das eigentliche Problem. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass man kämpfen muss, um Erfahrungspunkte zu bekommen, damit ich aufsteige und stärker werde, ja. Für mich war das so, wenn ein Random Encounter kam, der mich damals auch schon extrem genervt hat, habe ich gedacht, nö, habe ich keinen Bock drauf, ich flüchte, ja. Und irgendwann mal war ich natürlich völlig unterlevelt. Und das habe ich gemerkt an eines der krassesten Magic Moments meiner Videospielkarriere. Und zwar war das der Kampf zwischen Cloud oder zwischen halt meiner Gruppe, meiner Party, auf dem Schiff vom einen Kontinent zum anderen, auf dem Schiff von President Rufus, also alle Final Fantasy 7 Spieler werden das jetzt wissen, und da kam der Kampf gegen Genovas Arm, glaube ich, war das. Der hat mich sowas von herausgefordert. Ich habe einen Monat lang versucht, dieses Wesen zu vernichten. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es zum Verrecken nicht geschafft. Und man konnte nämlich auch nicht woanders hin, weil man war halt irgendwie immer auf diesem Schiff und man konnte nicht irgendwie kämpfen oder nochmal leveln. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Und ich habe wirklich, wie gesagt, wochenlang es einfach so erfolglos probiert.
Irgendwann mal habe ich mich nochmal aufgerafft. Ich bin auf die Toilette gegangen, ins Badezimmer. Das ist kein Witz. Habe mich vor den Spiegel gestellt, habe so meine Hände so... Ich schaff das jetzt, ich schaff das jetzt. Hab dann meinen Taschenrechner genommen von der Schule, hab das, weil das war nämlich so, Genova hatte eine HP-Anzahl von 4000 HP und man hatte einen Zauber, den man extra benutzen musste, um zu gucken, wie viel HP sie hat. Das hat immer aber eine Runde gekostet, weswegen ich mir das dann so ausgerechnet habe. Ich habe 4000 HP auf meinen Taschenrechner geschrieben, hab gekämpft und bei jedem Schlag, den ich angerichtet habe, habe ich pausiert, meinen Taschenrechner genommen und das Minus gerechnet, damit ich genau wusste, wie viel ich noch unbedingt machen musste. Das war der absolut schlimmste Kampf meines Lebens. Und am Ende, wo es dann wirklich dazu kam, dass auf einmal, also wenn ein Gegner bei Final Fantasy VII besiegt worden ist, dann hat der rot geblinkt und hat ein Geräusch abgegeben, das ungefähr so war, so... Und ich bin total ausgerastet. Ja! Oh mein Gott, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Ich habe sofort mein Telefon genommen, hab meinen Kumpel angerufen. Hey, komm vorbei, ich habe das geschafft. Und er kam vorbei, hat sich aber nicht dafür interessiert. Aber trotzdem, ich war total hin und weg. Und danach gab's auch noch diese tolle Gegend mit, ich weiß nicht, wie diese Gegend hat, diese sonnige Stadt am Strand, wo man dann die Kinder mit Fußball kicken gesehen hat, das war echt ein wunderschöner Ort. Final Fantasy VII hat eine Sache gemacht, die ich bis heute einfach, oder bei heutigen Final Fantasy Teilen leider vermisse. Es ist immer so diese ausgewogenen Passagen im Spiel. Du hast einen riesigen Kampf vor dir, der fordert alles von dir heraus. Es geht richtig rund. Und danach kam eben immer so eine etwas ruhigere Stelle. Und die haben mir am meisten gefallen. Zum Beispiel nach dem Anfang schon, wo man dann in dieses Dorf kommt, von dieser Avalanche-Rebellion, wo man einfach nur ein bisschen rumläuft, ein bisschen redet, oder auch in dieser Stadt, wo man sich als Frau verkleiden musste, um zum Don zu kommen und dann Kniebeugen machen musste gegen den anderen Bodybuilder, um eine Perücke zu bekommen. Das war echt der Wahnsinn. Sowas hat mir einfach voll viel Spaß gemacht, so ein bisschen mehr in diese Welt einzutauchen, mehr von den Charakteren zu lernen und einfach mal zu erfahren, wie das Leben denn so bei den ganzen Leuten so stattfindet. Das hat mich einfach wirklich sehr, sehr beeindruckt. Wie gesagt, ich habe meinen Leuten natürlich ganz andere Namen gegeben. Also für mich war es nicht Cloud, sondern lustigerweise habe ich meinen Namen nicht auf den Haupthelden irgendwie draufgesetzt, sondern habe mich eher in dem dunkelhäutigen Muskelprotz mit amputierten MG Barrett gesehen. Ist doch völlig logisch, oder? Ich habe so viele Magic Moments mit dem Spiel, so viele Magic Moments, die ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde. Auf jeden Fall eines davon ist wieder eine Filmsequenz, die mich komplett umgehauen hat. Und zwar ist man in diesem Shinra-Gebäude, das ist ein riesiges Gebäude, bis man sich da hochkämpft, unfassbar lang. Und oben angekommen kommt es zu einem Selbstmordkommando, oder zum Selbstzerstörungsmechanismus, meine ich. Und auf einmal geht die Zeit so runter. Und wie kommst du jetzt aus diesem obersten Stockwerk ganz runter? Und dann kommt eben diese eine Sequenz und ich saß da und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Wie geil ist das denn? Die Musik war total awesome, diese Rendersequenz war toll und danach gab es diese Motorrad-Verfolgungsjagd, wo man mit dem Schwert links und rechts gehauen hat. Der absolute Hammer! Dann auf jeden Fall ein großer Magic Moment war auch, das hat mich richtig umgehauen, weil Sephiroth ist ja der Bösewicht,
der auch immer so seine Geschichte hat in Nibelheim, also wo man halt so ein Flashback hat, wo Cloud ganz neu in diese Soldier-Gruppe war und Sephiroth war sozusagen sein Mentor und man mit ihm erfährt, was los ist und er dann auf einmal das Nibelheim, das ist das Dorf von Cloud, einfach niederbrennt. Das war schon wieder so ein Moment, da habe ich auch als Kind schon total den Hass verspürt. Aber wo ich wirklich auch gemerkt habe, wie verdammt stark Sephiroth war, war diese Stelle, wo man mit die Chocobos einen Chocobo fangen musste, weil es gab da irgendwie so einen Sumpf und wenn du da einfach so rübergelaufen bist, hatte ich eine riesige schlangenartiges Kreatur angegriffen. Mit einem Schlag warst du tot, ja, und dann, wenn du dann das Chocobo gesammelt hast oder gefangen hast und mit dem über diesen Sumpf geritten bist, wo dich dann die Schlange nicht angreift, kommst du auf die andere Seite und dort siehst du dann diese große Schlange, wie sie an einem Pfahl aufgespießt worden ist und das von Sephiroth. Dann habe ich mir gedacht, verdammte Scheiße, der ist ja so mega verdammt stark. Nein, das werde ich niemals schaffen. Gold Saucer, ein wahnsinnig toller Ort, ein Vergnügungspark, wo man noch vorher ganz, ganz viele schreckliche Dinge gesehen hat, die in der Welt einfach stattfinden momentan. Armut, Gewalt, Intrigen, Hunger, Not, alles wirklich nur elendig. Und dann kommst du nach Gold Saucer und es ist dann eine Vergnügungsparkanlage, wo du auf einmal anfängst, wie so ein Kind da rumzulaufen, zu denken, boah, ich muss alles ausprobieren, ja, und ich habe mich fast schon wie eine Spielfigur gefühlt und wollte alles ausprobieren. Das ging natürlich nicht, weil ich nicht so viel Geld hatte. Super Sache, aber der geile Clou daran war, wenn du danach weitergespielt hast, kamst du nämlich ins Gefängnis und dort war das Gefängnis ein bisschen anders. Das war unter Gold Saucer, das war ein Brachland und dort hast du die Geschichte von Barrett, also von dem dunkelhäutigen Muskelprotz mit einem amputierten MG gelernt oder erfahren, wie er damals mit seinem besten Freund, ich glaube, der hieß Doyle, gekämpft hat gegen Shinra. Eine sehr rührende und total für mich sehr herzzerreißende Geschichte gewesen. Ich war da auch schon sehr gerührt, war am Ende total geflasht. Wahnsinn. Final Fantasy VII ist natürlich so ein Titel, der vielleicht auch ein bisschen das mainstreamige Final Fantasy Teil ist. Final Fantasy Fans sind der Meinung, also das kann ich auch nicht, den kann ich auch nicht verübeln, dass der sechste Teil der beste Final Fantasy Teil aller Zeiten ist. Weil er einfach nochmal eigentlich sehr viele Dinge nochmal richtig gemacht hat. Bei mir ist es halt einfach eben so gewesen, ich hatte einen Super Nintendo, aber hatte keine Spiele drauf, weil das Geld so, also weil die Spiele so teuer waren und ich war klein, hatte kein Geld. Und die PlayStation 1 hat mir dann damals natürlich viele Sachen ermöglicht und dann kam halt eben Final Fantasy, was dann mein erstes Spiel war. Und natürlich ist das auch vielleicht auch eher ein Nostalgiegefühl von mir, dass ich mit dem Spiel so eine große Verbindung habe. Wenn ich die Musik von dem Spiel höre, egal ob die Kampfsounds, die Sounds bei verschiedenen Situationen, ich bin sofort drin, ich habe sofort Lust, das wieder reinzuschalten. Wie gerade jetzt, ich werde das auf jeden Fall nochmal zocken. Die Geschichte war der wirklich der Wahnsinn. Auch für mich damals als kleiner Junge natürlich sehr komplex. Man kannte natürlich nicht so unbedingt die Komplexität eines Charakters wie Cloud richtig deuten. Oder eines Sephiroth. Aber das hat mich damals überhaupt nicht gestört. Für mich war einfach die Geschichte soweit auch total interessant, um immer weiterspielen zu wollen. Ich habe das Spiel eben nicht bis zum Ende gespielt. Beim ersten Mal, weil ich nicht weitergekommen bin. Und zwar habe ich damals... Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es war einfach immer schwieriger, weil ich nämlich immer noch nicht gecheckt habe, dass ich leveln musste, damit ich irgendwie weiterkomme, sondern immer beim nächsten Boss habe ich wieder wochenlang gebraucht, um den zu besiegen. Aber dann, als ich es noch beim zweiten Mal, ich glaube 3-4 Jahre später nochmal gespielt habe, habe ich es durchgespielt und mich hat es überhaupt nicht gestört, das nochmal zu spielen. Natürlich gibt es so Szenen, die sind legendär, wie der Tod von Aerith. Den ich natürlich hier nicht unbedingt thematisieren will, aber auch dieser hat mich als kleiner Junge sehr mitgenommen. Die Entwickler haben es tatsächlich geschafft, ihr Budget dahin zu stecken, wo es auch nötig war. Sie haben ein langes Abenteuer geschaffen mit 3 CDs. Sie haben eine komplexe Geschichte erzählt mit komplexen Charakteren, mit einem wirklich sehr, sehr taktischen Kampfsystem und viele, viele Dinge zu entdecken.
Final Fantasy VII gehört für mich einfach zu meinen All-Time-Favorites. Das wird es auch immer so sein. Und ja, das war es auch schon mit den Jedi bin schwelgt in Erinnerungen in Final Fantasy VII. Und beim nächsten Mal gibt es wieder einen neuen Titel aus meinem Leben, der mich sehr, sehr berührt und geprägt hat. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Haut rein!